Herzlich willkommen in der Bellersheimer Kirche am 7. Februar, am zweiten Sonntag vor der Passionszeit. Wir sind miteinander verbunden im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Was fordert sie, was fordert dich heraus? Ein Sudoku oder Kreuzworträtsel? Der nächste Level eines Computerspiels? Sich im Sport mit anderen messen? Sich wieder mehr bewegen? An einer Lösung für ein schwieriges Werkstück tüfteln? Oder ein Fallschirmsprung? Oder jetzt, wo bald die Passionszeit beginnt, ein paar Wochen fasten und verzichten? Was wäre Ihre, deine Herausforderung? Herausforderungen wecken mich aus der Trägheit auf. Ich komme in Bewegung, mein Denken, mein Körper. Ich strecke meine Antennen aus, halte nach Möglichkeiten, nach Lösungen Ausschau. Ich bin offen und nehme mehr um mich herum wahr als sonst. Herausforderungen beleben wie Koffein. Eine Herausforderung sind auch immer wieder Worte von Jesus, vor allem seine Gleichnisse. Zwar geht es um Alltagsszenen, aber was er damit sagen will, bleibt oft rätselhaft, fordert zum Nachdenken heraus. Auch das Gleichnis, um das es an diesem Sonntag geht, fordert uns heraus. Lukas hat es in seinem Evangelium im 8. Kapitel aufgeschrieben. Eine große Menschenmenge versammelte sich um Jesus und aus allen Orten strömten die Leute zu ihm. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um seine Saat auszusäen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Die Körner wurden zertreten und die Vögel pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden. Die Körner gingen auf und vertrockneten schnell wieder, weil sie keine Feuchtigkeit hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln gingen mit auf und erstickten die junge Saat. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Die Körner gingen auf und brachten hundertfachen Ertrag. Dann rief Jesus noch: Wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Was wollte Jesus mit dieser Geschichte sagen? Das fragten sich seine ZuhörerInnen damals und das fragen wir uns heute. Einer dachte vielleicht, entweder der Bauer hatte keine Ahnung vom Säen, schließlich ist Saatgut knapp. Wieso sollte er die Körner neben den Acker werfen? Das ist unnötige Verschwendung, das könnte man optimieren. Oder Jesus wollte auf etwas aufmerksam machen. Er könnte mit dieser Geschichte dazu aufrufen, sei großzügig wie der Bauer. Frage nicht danach, wie kann ich effizient arbeiten? Lohnt sich das? Bringt das etwas? Das macht dich eng im Herzen. Das lässt dich nicht nach links und rechts sehen und die übersehen, die dich brauchen. Nein, verschwende dich, trau dich, sei offen. Und Misserfolge bei allem Bemühen gehören zum Leben. Letztlich überwiegt der hundertfache Ertrag alle vergeblichen Anstrengungen. Das ist ein Plädoyer gegen eine rein wirtschaftliche Betrachtung des Lebens und der Arbeit. Eine andere mag gedacht haben, mit dem Feld meint Jesus wahrscheinlich die Menschen. Wie nehmen sie etwas auf? Wie empfänglich sind sie für Samenkörner, die sich in ihnen entwickeln wollen? Für Liebe, neue Ideen, ihre Mitmenschen, die Schönheit der Natur, für stille Hilferufe? Und beschreibt Jesus dabei nicht die Realität? Samen auf Felsen,
Manche sind am Anfang Feuer und Flamme für etwas, aber ihre Begeisterung schläft bald ein oder macht Platz für die nächste Begeisterung. Sie können keine Wurzeln entwickeln, haben kein Durchhaltevermögen. Samen auf dem Weg? Manche kommen nicht zum Nachdenken und Luft holen. So viele Verpflichtungen, Aufgaben, Eindrücke trampeln über sie hinweg. Sie sind so eingespannt, dass sie nicht zu sich selber kommen können. Sie funktionieren nur. Es kann nichts Neues in ihnen wachsen. Samen unter Dornen? Lebensbedingungen können so sein, dass sie alles, was neu in mir wachsen will, ersticken. Das können Armut und täglicher Kampf ums Überleben sein. Leben in einer gewalttätigen Beziehung, Suchtabhängigkeit, aber auch grenzenloser Reichtum und Luxus. Und dann gibt es die, die offen und empfänglich sind und sein können, bei denen der Same auf guten Boden fällt und viel Frucht bringt, die sich engagieren für andere, für das Leben und dabei viel für sich selbst gewinnen. Erkenntnis von Zusammenhängen, Verbundenheit mit vielen Menschen, Selbstbewusstsein. Aber das Feld könnte auch ein einzelner Mensch sein, der mal Weg ist, mal Felsen, mal Land mit Dornen, mal guter Boden. Je nach Lebenssituation wechselt das. Die äußeren Umstände spielen eine große Rolle. Nicht immer kann ich offen und empfänglich sein. Aber von der hundertfachen Frucht kann ich noch in Zeiten der Dürre zehren. 2 habe ich jetzt zu Wort kommen lassen, die überlegt haben, was dieses Gleichnis von Jesus für sie bedeuten könnte. Und jede und jeder von uns kann und darf für sich überlegen, wo er oder sie sich in dieser Geschichte sieht, was mir auffällt, was mich berührt. Und was stimmt jetzt, was davon ist richtig, mag der eine oder die andere jetzt fragen. Es ist schwer, der Herausforderung standzuhalten. Dieses gleichzeitig nicht vorzeitig einseitig auszulegen und zu sagen, diese meine Auslegung gilt für alle. Nicht, Herr Pfarrer, jetzt sagen Sie doch mal, was das bedeutet, sondern schau, was Jesus dir mit diesem Gleichnis sagen will und wozu er dich damit herausfordert. Er hat mit Absicht Gleichnisse erzählt. Geschichten, die herausfordern und mich in Bewegung bringen und nicht langweilige Vorlesungen über Gott und die Welt gehalten. Ich bin gefragt von ihm, was meinst du dazu? Er ist nicht nur der, der sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, sondern auch, wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Stelle deine Antennen auf Empfang. Sei aufmerksam für die Welt und die Menschen um dich herum, aber auch für dich selbst. Lass dich herausfordern. Sei aktiv. Mach dir deine eigenen Gedanken und bete nicht einfach nach, was andere sagen. Mache, was du für richtig hältst und nicht das, was man so macht. Manchen ist das zu viel Freiheit. Sie macht ihnen Angst. Sie wollen wissen, wo es lang geht. Das war auch zu Jesu Zeiten so. Und so hat man später an das Gleichnis vom säenden Bauern eine Erklärung angefügt. Der Same ist Gottes Wort, das von den Menschen unterschiedlich aufgenommen wird. Natürlich kann man das Gleichnis auch so deuten. Aber es ist eine Verengung. Nur eine Deutung unter vielen möglichen. Es bleibt dabei. Jesus fordert uns heraus. Zur Freiheit der eigenen Gedanken, zur Freiheit des eigenen Tun und Lassens. Dazu, selbst zu leben und nicht sich leben zu lassen. Gott sei Dank. Amen.
Nach wie vor finden Gottesdienste nicht in den Kirchen statt. Die nächste Videoandacht gibt es am 21. Februar. Und jede Videoandacht gibt es auch schriftlich, zum Lesen am Bildschirm oder zum Ausdrucken und Weitergeben an die, die nicht digital unterwegs sind. In den nächsten Tagen finden Sie den vorläufigen Wahlvorschlag für die Kirchenvorstandswahl in Bellersheim und Obernhofen im Schaukasten, im Obernhofener Dorfladen und auf unserer Internetseite. Dieser vorläufige Wahlvorschlag kann von Gemeindegliedern ergänzt werden. Näheres dazu findet sich auf der Liste. Gott, öffne uns die Ohren, mach uns empfänglich für die Schönheit der Welt und des Lebens, für dein Wort. Mach uns offen für die Menschen, die wir brauchen und für die, die uns brauchen. Hilf uns, Herausforderungen anzunehmen und gib uns die Kraft dazu. Gib uns Inseln der Ruhe, damit wir hören und spüren können, wohin unser Weg gehen soll. Wir danken dir für deine Liebe und Geduld. Amen. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse sein Gesicht leuchten über euch und sehe euch freundlich an. Gott hebe sein Gesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.